Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So, wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben, beziehungsweise gestern? Ach ja, genau, das hier unten haben wir alle. Was sind das eigentlich? Alle. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns... Oh, Moment. So, gehen wir hoch, machen wir das gleich. Ach ja, ich habe die FPS-Anzeige noch angeschaltet. Also, für euch zur Info. Ich feier das so. Vor allem diese Dächer mag ich. Der. Mit dem Stroh. Was haben wir für ein Dach? Wir haben, glaube ich, Schindeln drauf, wa? Ja, wir haben Schindeln. Halt, Moment. Da hoch. Mit einem schönen guten Tag. Hey, hier so. Ja, okay. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen, Herr. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Ja, moin! Was zur Hölle machst du da? Alter, dein Ernst? Ich hab mich doch die Schnauze verhauen. Also, nicht hab von dir bekommen. Ja. Ich kann nicht mehr näher drauf eingehen. Vergessen. War gestern. Oder vor einer Stunde. Egal. Okay, vielleicht vor einer Stunde oder so. So, einen wunderschönen guten Tag, Vater. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Noch nicht. Ich arbeite daran. Und wie lange dauert das noch? Leg einen Zahn zu. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Willst du, dass ich vor Herrn Ratzig wie ein Tölpel dastehe? What? Nein, Vater. Ich bin bald zurück. Wie mir denn noch? Hä? Habe ich vergessen, das jetzt mitzunehmen? Oh. Ich bin wirklich so ein richtiger Bruchpilot, ne? Was habe ich hier falsch gemacht? Kann man nichts dazu sagen. Ich hab doch mit ihm gesprochen und. Hä? Jetzt lädt. Okay. Ich glaube, das muss ich nicht verstehen. Aber du bist der Mann. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Das lädt ganz schön lange, ne? Ladebildschirm. Ja, warum lädt denn das so lange? Was ist denn da los? Kann auch nichts machen, ne? Das lädt. Okay, lassen wir es laden. Jetzt ernsthaft? Was lädt? Hat sich jetzt das Spiel aufgehangen, oder was? Ein bisschen komisch, ne? Stimmt doch. Ich öffne schnell das Spiel neu. Ich schätze mal, der hat sich aufgehangen. Hat jetzt, keine Ahnung, eine Minute oder so geladen.
Okay, wenn ich Escape drücke, kommt das Spiel reagieren. Schon ein bisschen komisch. Karl der Vierte, König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das hatten wir ja schon mal gesehen. Gegenüber Quark ist es einfach. Es lädt wieder. Boah, ich werd gleich sauer. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Überspringen wir jetzt einfach mal. Dauert mir zu lang. Spiel laden. Unerwarteter Besuch. Spielstand laden. Wenn du lesen lernen willst. Aha. Wenn du schmutzig bist. Was ist da rum? Mach einen Cut. Okay. Sollten wir auch hinkriegen, glaube ich. Jetzt machen wir das aber mal ein bisschen zügiger. Ist das Spiel, ja, weiß. Deswegen, ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Hallo. Das haben wir ja gerade schon alles gesehen. Hier die Flaggen. Ich also. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Super. Wegen der Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Vielen Dank. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Parierstange für Schwert. Jetzt gehe ich zum Vater. Ja, moinsen, Kollege. Also, ich bin der Schmied. Boah, ich finde die Aussicht auch so geil. Hinten die Bäume. Schon geil. Lass dich nicht ablenken immer von der Ding. Ja. Hey, Dad. Darin, die du wolltest. Du auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratzig wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen.
Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Sehr strenge Erziehung. Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Das gibt auf jeden Fall zu denken, sowas. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Das nur mit der bloßen Hand. Gut. Krass. Einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Können wir sehr gerne machen. Kein Problem. Oh. Ach, ich kann ja doch springen. Also, das geht nicht. Hallo Mutter. Moment. Wenn ich schon hier bin, werde ich ein bisschen nehmen. Oh, Salat.
Nimm alles mit, alles meins. Ach, hier ist die Tresetruhe. Nee. Doch. Kinder, Ne, so ich keinen Bock mehr. Oh, verbannt. Ringeblumenaufguss, ich glaube, das brauchen wir nicht, oder? Nehmen wir mal mit. Hol die Nägel für Theresa, hol die Nägel für Theresa. Wie geht's, Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reiten gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen, wird ihm wesentlich mehr nützen, Herr. Möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke.
Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skarlitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote? Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Wir haben ein kleines Problem. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. So, ja, so! Sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen. Und er rettet seine Frau, so wie sich's gehört. Hack ihn den Kopf ab! Ey, den Kopf! Grauenhaft ist das denn bitte? Sei kein Narr, Heinrich! Komm zu uns! Schnell! Es gibt nichts, was du noch für sie tun kannst! Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Lauf! ETS? Was kommt? Du musst sie warnen! Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang! Spring von der Mauer und verschwinde von hier! Alter Schwede!
ist er, der Lord. Oder wie man es auch immer nennt. Du hast gelernt, Scarlett. Okay. Warte, bitte. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt bei 25 Minuten angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, über einen Kommentar, wie auch ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Ist aber euch überlassen. Sag mal tschüss und wir sehen uns morgen.